Guten Morgen, es ist 9 Uhr. Ich muss ins Studio von Radio Fritz. Und ihr kommt mit. Potsdam liegt ja nicht ganz so nah, ne? Da muss man von Berlin aus so knapp, ich würde jetzt mal sagen, 20, 25 Minuten hinfahren, sind so 30, 95 Kilometer. Es ist jetzt kalt, ne? Hier. Und ich war noch mal ganz kurz beim Kiosk um die Ecke und habe so eine Energiepause gebraucht. So, angekommen, guckt mal, in Potsdam liegt verdammt viel Schnee. Naja, ist zumindest mehr Schnee als in Berlin. So, und der erste Weg führt grundsätzlich nicht ins Studio bei mir, sondern der erste Weg führt grundsätzlich in die Kantine. Das sieht man, oder? Ja, na gut, Kartoffelsalat am Morgen. Aber hey! Morgen! Morgen! Sind noch 3 Minuten bis Sendebeginn. Ne? Der Erik, der vor mir sendet, der hat gerade schon Tschüss gesagt. Ja? Das hört man hier. Hier ist so eine Lounge bei Fritz. Da kann man sich vorher noch aufhalten. Sendeplan habe ich auch mit allen Songs für die nächsten 4 Stunden. Und jetzt geht's ins Studio. Und der Erik, der vor mir gesendet hat, ne? Erik ist eigentlich so groß. Darum fahre ich den Tisch. Aber jetzt läuft noch Lily Allen, noch 2 Minuten 20. Mit Air Balloon und dann startet der Soundgarden am Vormittag. Mit mir. Wir haben es kurz nach 10, genauer 2 nach 10 am Sonntag. Und wenn ihr schon wach seid, dann wünsche ich euch einen schönen. Yeah. Eine Frage, die auch immer kommt, ist die Frage nach, was macht man eigentlich als Radiomoderator zwischen den Songs? Ich sag's euch. Twitter checken, Instagram checken, Facebook checken, YouTube checken und natürlich checken, zum einen, was so die Songs sind, die als nächstes kommen und vor allen Dingen vorbereiten diese Elemente, die dazwischen kommen, die nennen sich Drops und Transitions und so und die muss man sich vorher anhören, damit man weiß, ob sie passen. Fritz, immer gute neue Musik. Und das hört man. Den nehme ich. Er kriegt nicht genug vom Festival-Feeling und hat deshalb quasi mal sein ganz, ganz eigenes Open-Air-Festival eröffnet. Und zwar die Castivals. Bock drauf? Auf jeden Fall. Gleich Casper, vorher Musik vom Klangkarussell. Nochmal umdrehen, nochmal auf die Snooze-Taste drücken. Ist auch völlig okay. Bei Fritz ist das ja so, da gibt es immer zur halben Stunde Nachrichten und die werden hier live im Studio gesprochen und die kommen heute vom René und der kommt hier gleich rein. Das heißt, gleich werde ich sowas sagen wie, oh, es ist 10.30 Uhr und das sind die Fritz-Nachrichten mit René Träder. Und ich verstecke die Kamera. Mal gucken, ob der René das mitkriegt, dass wir ihn filmen. 10.32 Uhr, kurz nach halb elf. Mit René Träder. Eine Passagierfähre von Griechenland nach Italien ist heute früh in Brand geraten. Das Feuer sei auf einem Autodeck ausgebrochen, berichten griechische Medien. Die Flammen hätten schnell auf das ganze Schiff übergegriffen. Es befindet sich in der Nähe der Insel Korfu. Die meistgestellte Frage, die man so kriegt als Radiomoderator, ist, legt ihr die Musik eigentlich selber fest, die dort läuft? Jein, nicht immer, manchmal schon. Zum Beispiel sonntagsabends um 20 Uhr, da habe ich ja so richtig meine eigene Sendung auf Fritz, da lege ich quasi 2 Stunden lang fest, was läuft. Aber ganz ehrlich, tagsüber, wenn man so täglich 4 Stunden moderiert, das schafft man gar nicht, ohne eine gute Musikredaktion, all die Songs auszusuchen und vor allem, dass es abwechslungsreich ist. Denn nach 1-2 Tagen würde man irgendwie immer die gleichen Songs spielen, weil 4 Songs, also 4 Stunden Musik, das ist verdammt viel, das sind 60 Songs oder so, also mehr als 60 Songs. Und darum gibt es dafür eine Redaktion, die darauf achtet, dass es abwechslungsreich ist. So, oh, es ist traurig, der letzte Song ist gelaufen, aber das Schöne ist, wir können es ja gerne immer hören auf Fritz, ne? Immer um 10. Ich übergebe das Studio jetzt und der allerletzte Song, den ich abgedrückt habe, der kommt von Clean Bandit und Jess Glynn. Fantastisches Duo. Ah, ich liebe die. 4 Stunden gehen schnell um und es macht echt Spaß, die Musik zu spielen, die andere Leute im Radio hören und dazwischen auch noch zu quatschen. Also ich liebe es. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Radio machen oder Radiosender oder irgendwie was, packt es in die Kommentare, kriegt auch eine Antwort, verspreche ich euch. Und ansonsten natürlich liken und weitersagen und immer Fritz hören, fritz.de/livestream.